War nach dem Boss hier noch so viel? Ich hab das echt riesig in Erinnerung, den Dungeon. Also auf die zweite Etage, nicht nur die erste. Vor allem ist der jetzt schon tot, oder? Keine Ahnung, hier bei mir ist gerade Party. Also bist du bestimmt beim Boss. Ja, nee, hä? Doch, hier ist der Boss. Level 43, yay! GZ. Das hat Damage gemacht. Wow, der macht ja viel Damage. Macht der viel Damage. Hör auf, mich anzugreifen! Ja, mich auch nicht. Ja, jetzt sollte doch schön Ads hier. Sausack. Komm her, du Pisser. Stirb! Wahnsinn. Speer. Super. Brauche ich unbedingt. Obwohl, doch, das kann ich als Zweihandwaffe benutzen zur Not. Wenn es dann stärker sein sollte. So, bevor ich zur Quest gehe, sammle ich hier erstmal noch was ein. Mach ich mit. Okay, das war's auch. Hat's gebracht, wow. Oh, hier unten liegt auch noch ein Haufen Zeug für mich. Ja, hier auch, bei mir oben hier. Na, da bin ich ja lang gelaufen. Da liegt bei mir nichts. Da liegt das Teil. Achso, jetzt. So. Können wir wieder raus, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte es größer in Erinnerung. Viel größer. Von vielen Geheimgängen. Oh. Rave Lord X. Wow, nett. Interessant. The Greed X. Habe ich nicht. Brauchst du eine? Ist das Einhand oder Zweihand? Zweihand. Zeig mal, oder warte mal, hat das Teil mehr als 459 DPS? Nö, 348 DPS, 165 physischen Schaden, 335 Elektroschaden. Schmeiß weg. Nö, ich behalte es für Transmuten. Boah, wow, lol. Angst. Nett. Naja. Cool. Das Skill gefällt mir. Nicht cool, hot. Werde ich wohl heimlich nochmal umskillen müssen. Oder nach dem LP. Mal sehen. Ja, ich find's immer schlimm. Man kann immer theoretisch nur einen Skill skillen. Und da muss man eigentlich immer den Skill wieder rückgängig machen komplett, weil man die Punkte für einen anderen Skill braucht. Also eigentlich kann man gar nicht auf dem Skill bleiben. Oder die Skills behalten, die man schon hat. Weil die brauchen beim Hochleveln und dann hat man irgendwann stärkere. Das stimmt. Und ich will nicht bis Level... bis zum fünften Mal Level 100 warten oder so, bis ich dann endlich mal den Skill dann auf Max hab. Oh, ja. Fame. Und Level 2. Geht's jetzt. Achso, wollt hier nochmal nachgucken. Oh. Bäm. Ja, okay, so viel Damage hat's jetzt nicht gemacht. Achso, auf die falsche Taste sehe ich gerade. Lol. Ja. Okay, ne? Tot. Ja. Also, das tötet die Viecher auf jeden Fall. Aber es braucht extrem viel Mana. Wie viel denn? Einmal kostet 43. Von 115. Doch. Ich hab noch 115, ne? Oh, oh. Ja. Aber ich meine, es tötet. Und es ist nicht nur ein Vieh. Also. Sieht doch ziemlich lustig aus, muss ich sagen. Vielleicht macht es damit noch mehr Damage. Oh ne, drüben. Ach, wie süß. Boah, lol, da macht's gleich mal über 1000. Nett. Für Kegelsbit fehlt uns noch eins. Okay, wir müssen unten, ne? Verdammt. Guck ich auch gerade hier rum. Ah. Komm her, du Hexe. Wrecking Witch.
Kiste, 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 Kiste. Ja. Ah, eine Trap. Ui. Zum Glück hat's mich nicht getroffen. Ich glaube ich auch nicht. Oh, hier müsste gar nicht sein. Ah, Gegner. Da oben waren wir schon. Vielleicht erklärt es das, warum da nichts ist. Ja, möglich. Ja, los, kritische. Ich hau hier nur Crit raus, ey. Du hast ja bestimmt auch schon fast 200 Dexterity oder so. Nee, ich hab 133 mit Stats. Ist doch fast. Ja. Ich setz momentan bei Vitalität und Stärke gerade was rein. Okay. Wir müssen dann langsam auch irgendwann aufhören, ne? Ich muss morgen früh ja dann doch wieder ein bisschen früher raus. Ach, ist es schon so spät? Es ist schon fast 10:30, ja. Ich dachte, wir machen das Gebiet ja noch zu Ende, oder? Weiß ich nicht. Das Gebiet ist der ganze Akt, ne? Oder? Die nee, Blindbox? Nee, da kommt noch was. Naja, da kann man nicht. Erstmal will ich hier noch gucken. Hier ist irgendwas komisches. Ja, ich habe auch gerade hier was. Sekunde. Ja, okay, das ist so ein Schrein. So ein Dingsschrein. Dings? Ereignisschrein. Achso, ja, Moment. Nein, ich habe nicht genug Mana. Emberquake. Wow. Der Skill bringt das ganze Spiel zum Laggen. Solange das sie zum Absturz bringt. Ah. Ich hab gerade Gegner. Das wäre jetzt cool. Ja, hier sind auch eine ganze Menge Gegner. Hier ist sogar ein Champion. Ah, stirb. Ich glaube, hier ist sogar mehr als ein Champion. Ich sehe es gar nicht. Bam. Bisschen nur Müll. Okay, nur Müll. Oh, ich geh erstmal nach unten hier. Mach das. Stirb, treu. Stirb, stirb. Ja, da müssen wir jetzt. Da hinten ist der. Ach, komm noch her! Ja, dachte ich mir auch gerade so. Ich hätte fast den Goldschlüssel gehabt für uns. Oh, lol. Der will einfach nicht, ne? Der hat sich mal wieder wegteleportiert. Ja. Ach, lass mal schnell zu der nächsten Kekkelpit-Typen da hin. Ich weiß noch nicht, wie man die Viecher angreifen soll. Man einfach draufkloppen. Naja, dann teleportiert sie sich aber weg. Nicht, wenn du schnell bist. Schön, ich bin mit einem Schild immer nicht so schnell. Ist das hier für Kekkels gut? Ja, schon. Ja, gut Sache. Aber es fehlt immer noch was. Mhm, ja. Ach, dann gehen wir doch mal hin. Ach, Mann. Ich muss 7:30 mit der Bahn fahren. Oha. Und dann Lötkurs. Juhu. Wow, okay. Als wenn das so viel mit Informatik zu tun hat. Yay. Ja, richtig viel. Naja, doch hat's schon, weil wir eine CPU oder sowas zusammenlöten, aber trotzdem. Naja. Oder zumindest Teile von der CPU. Oh. CPU an sich kannst du ja nicht löten. Komm her, komm her. Los. Das war's. Früh habe ich gerade gemerkt. Scheiß Knockback. So, jetzt kommen wir zum Kekkelspit. Jupp. Ich renne jetzt direkt hin. Da mach ich mit. Sehr schön.
Ja, schön für dich. Da renn ich doch weiter. Ich glaube, ich bin falsch gerannt. Egal, ich habe nochmal Gold gefunden. So, Hilfe. Nicht so weit. So, ich nehme wieder die Sweet 8. Ja, wie gesagt, postet einfach mal rein, was das, ob ihr wisst, ob das irgendwie einen tieferen Sinn hat. Los, gib uns ein scheiß Portal. Okay, der hat uns hier kein Portal gegeben. Gut. Ich dachte auch, hier kommt noch irgendwie was, aber... Nee, das war in der Stadt, glaube ich. Oder an einem anderen Punkt. Wo wir dann gegen ihn kämpfen dürfen. Glaube ich. Ja, da war was, ja. Obwohl, ich habe hier immer noch so ein Zeichen. Ja, das ist für die Glocke. Die Glocke hängt schon positioniert. Das heißt, ja, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Ich wollte das nochmal live für das Let's Play nochmal erwähnen. Und tu's halt. Hab ich doch gerade. Ja, was ist mit der goldenen Kiste? Geht ja leider nichts. Nee, da man das Vieh jetzt schon zweimal entkommen ist. Ich will jetzt ein Fragezeichen. Stirb. Fragezeichen, Fragezeichen. Ich geh erstmal noch hier unten lang. Taschen, was geht? Level up. Wahnsinn, muss ja auch mal sein. Das ist nicht so. So. Who goes there? Bla 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 bla. Think you can help me? Wir kriegen nur sinnlose Sockelsteine dafür. Ist jetzt hier noch? Nee. Gut. Nee. Na dann. Ach, das ist die Hauptquest schon. Hier oben, oder? Ach so, das ist die normale Quest, okay. Na gut, okay, das morgen früh ist ja eigentlich nur die Vorlesung. Dann kann ich im Schlaf. Da! Ist nicht so schlimm. Ist so, ich dachte, hier wäre hier der Monkey. Werwolf. Ah, nee, ich will doch nicht. Hier geht's ins nächste Gebiet. The Cave Inn. Ja, das ist aber das nächste Gebiet. Das ist, glaube ich, das mit den Büchern gewesen. So, und jetzt nochmal eine kleine Frage an euch Zuschauer. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, ob das eine Anspielung auf irgendein anderes Spiel, Film oder... oder Serie sein soll, könnt ihr daraus irgendwie einen Reim machen. Also, ich bin mir sicher, es hat irgendetwas zu bedeuten, aber ich komme damit nicht klar. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was wisst. So, an sich, die Säulen könnten zu Diablo 1, Diablo 2 gehören. Die hatte man da so in etwa, aber die waren im Kreis angeordnet. Und dieses komische Mondteil da oben drauf, könnte League of Legends sein. Oh, keine Ahnung, ob es irgendwie. Ich versuche so die ist. Zeichen drauf zu deuten, irgendwie. Toll, ein Kreis in den Halbmond und dann nochmal so ziemlich gespiegelt und mit einem Kreis. Ja, ja. Nee, bei dem einen hier noch hoffen wir jetzt das Zeichen mit drauf und so. Ja. Ist einfach nur rumgekratzt. Keine Ahnung, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Naja, irgendwas wird's wohl zu bedeuten, sonst würde es nicht dastehen. Ja, irgendein lustiges Easter Egg, was aber deren Sinn verfehlt, weil wir keine Ahnung haben, von welchem Spiel. Oder welchem Film. Genau. Ja, ich glaube eher, dass Spiele hier ge-Easter Egg werden, oder? Kann sein. Müsste mal googeln irgendwie. Wonach willst du da googeln? Halbmondstein mit 6 komischen Steinen. Vielleicht tauscht er 2 Easter Eggs, keine Ahnung. Vielleicht
taucht dann. Das ist ja alle, spoilerst du dich ja. Ja, ja. Müssen übrigens irgendwie hier hoch. Wird sich schon selbst erfahren. So Kekkelsplit oder was? Ach so, das ist ja der. Stimmt, das ist ja nur das. Ja, das heißt, das Gebiet ist fertig, oder? Ja. Wir zurück in die Stadt gehen, um es abzugeben. Na gut, dann machen wir es aber hier, dreht vom Ort hier, vom Tor. Okay. Imperial Camp. Zack. Baba, da. Wow. Da hoch wollte ich nicht laufen. Nee. Nee. Ah, ich muss ja was davon aussehen, was bringt am meisten. Das Pet-Ding, so wie immer. So, erstmal Quest abgeben. Ach, hier gibt's gleich eine neue Quest. So, ja. Das war's dann eigentlich auch schon. Fate Passage. Ist das vielleicht jetzt hier mit Kekkelpit? Kann sein, ich weiß es nicht. Na, dann schauen wir doch mal. Also auf jeden Fall noch nicht hier in dem Gebiet. Ist das im nächsten Gebiet dann? Oh, ich verkauf gerade mal was. Ich guck gerade, ob irgendein NPC mal wieder was im Rückkaufen-Tab hat. Irgendwie so zwei Unix oder so. Ich dachte gerade, du klopfst jetzt auf mich drauf, ey. Okay, kann ich auch machen. So. Machen wir nämlich das gegen dem. Dann so.